nicht mehr Auto. Die Feuerwehr Kalensundheim ist alarmiert worden zum Verkehrsunfall mit brennendem Fahrzeug. Wir sind hier angekommen, keine Person mehr im Fahrzeug. Fahrzeug stand im Vollbrand und wir haben dann begonnen mit Löschmaßnahmen. Eine verunfallte Person, die daneben stand, dem Rettungsdienst übergeben. Ja, laut Zeugenaussagen ist eine weitere Person im Fahrzeug gewesen. Die suchen wir gerade mit zwei Fahrzeugen, jeweils von Middelsdorf und einmal von Kalnordheim kommt. Warum ist denn das so schwierig, weil da mitten in der Nacht da jetzt irgendwo eine Person ist? Ja, weil wir nicht wissen, aufgrund der Dynamik, die wir am Fahrzeug jetzt erkannt haben, aufgrund der Verformung, uns von auszugehen, dass diese Person auch verletzt ist und die vielleicht im Schock losgerannt ist und wir jetzt sehen müssen, dass wir die Person finden.